Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Vater, Sie sagen, du bist ein Verbrecher. Der weiße Baum, das Symbol Gondors, steht im dritten Leben der Reihe. Neu gepflanzt mit Setzlingen. Das sind Wiedergeburten. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Hör zu, Freund. Die Widerstandskämpfer kommen bald. Halte noch etwas durch. Bitte macht schnell. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durch. Was war das für ein Geräusch? Halt den Mund und arbeite, sonst bekommst du weitere Schläge. Der Ball. Danke. Freiheit! So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Da ist unsere Spur. Wie führen wir Marvin Speer zum Hinterhalt? Ich schrei nach Hilfe wie ein Mensch. Hilfe! Hilfe!
Keiner von euch klingt nach Menschen. Schlitzt den Sklaven auf, dann kommen sie schon her. Ein Graut ist ausgebrochen. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Hier oben bleibe ich ungesehen. Ghule fürchten die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Gefertigt von dunklen Herrschern selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Was ist das für eine Kreatur? Wir werden angreifen, bis bloß noch unsere Knochen verbleiben. Yeah.
Verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Verdammte Grauk hat mich bewusstlos geschlagen! Und? Oder? Hey, du, Windsparte! Nein! Nein, das darf nicht sein! Das ist meine Schuld! Ich hätte besser vorbereitet sein sollen! Ich hätte auf dich hören sollen! Ich hätte ein besserer Jäger sein sollen! Ich werde dich rächen, Bruder! Ich werde diesen Grauk in deinen Namen jagen. Und ich werde zu dem Jäger werden, den du dir immer gewünscht hast. Er hat seinen Bruder verloren. Jäger und Gejagte. Der Tod holt sie alle. Tageslicht verbrennt sie. Die Sonne wird unsere Rettung sein. Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Torvin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan! Was du jagst,
Interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer.